Mit Ramazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tommy. Heute mal den richtigen Namen. Ist, glaube ich, mittlerweile scheißegal, weil ihr meinen Namen schon oft genug gesehen habt. Ja, der Tom Thompson hier. Der Tommy Tom Thompson. Und wir spielen wieder Teso, The Elder Scrolls Online. Und machen weiter mit Shere Khan, der Große. Hier in Kenartis Rast. So, wollen wir mal schauen. Wir haben ja gestern noch einiges an Erz gesammelt für meinen anderen Charakter. Und ich habe sogar noch ein bisschen was übrig. Ich weiß gar nicht, ob ich das eingelagert habe, das ganze Zeug, um hier ein bisschen an den Rüstungen rumzuschrauben und zu basteln. So. Okay, wo sind wir jetzt? Ach, guck mal, wir sind genau vor der Bank. Ja, genau, stimmt ja. Wir haben ja gestern noch das Zeug weggebracht. Den da brauchen wir. So, und dann will ich euch mal zeigen. Ja, Genghis der Große hat diese Axt erstellt. Ja, die habe ich gebaut. Die ist aber auch für den anderen Charakter. Dann haben wir hier noch einiges an Obsidian. Ich muss mal kurz mein Dings ausstellen. Ich sehe gerade, dass es hier im Spiel auch gerade... So. Obsidian haben wir. Malaritscherbe. Hier haben wir Eisenbahn. Und hier haben wir noch Hohenstein. Da können wir ein bisschen basteln. Wenn uns... das beliebt. Hier haben wir noch ein paar Karten und hier die ganzen Steine. Habe ich euch alles schon gezeigt, so. Und ich würde sagen, wir machen jetzt als erste Amtshandlung erstmal ein paar Questen. Sprecht mit Razumdar. Ja, das machen wir. Und das Buch müssen wir noch holen da unten. Nee, wartet mal. Ich wollte erstmal euch was anderes zeigen, was ich ganz cool finde. Darunter müssen wir. Oder was ich gerne machen möchte. So. Dann müssen wir nämlich hier lang. Dann müssen wir hier an den Tisch ran. Dann möchte ich gerne... Ne, warte mal. So. Schwarz. Ich finde das ein bisschen eklig, dass das so verwischt ist da an der rechten Seite. Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Und ja, wir müssen hier mal ein paar Farben freischalten. Wenn ich dann mal ein bisschen Geld übrig habe dafür, dann werde ich das mal machen. Aber als nächstes habe ich noch ein paar andere Projekte. So. Jetzt können wir das nämlich... bisschen einfärben. Dann sieht das alles ein bisschen einheitlicher aus. Ist jetzt überall Farbe drauf. Genau. Änderung verwenden. So. Jetzt sieht das alles schon mal ein bisschen besser aus. So können wir auf jeden Fall rumlaufen. Vielleicht hätte ich das alles schwarz machen sollen. Ich weiß nicht, ob das die Farbe ist, die so ein bisschen bräunlich aussieht. Moment mal. Ich mache das einfach mal auch schwarz. So. So.
Na, die Hose ist so bräunlich und der Helm. Aber ist egal. So sieht das ein bisschen besser aus halt. So, wir müssen mit dem Herrn sprechen. Der ist, glaube ich, hier oben. Da war er, habt ihr gesehen. Suchen wir ein Gasthaus. Das können wir nicht. Sie haben uns rausgeschmissen. Erinnert ihr euch? Nein. Wann? Tja, natürlich erinnert ihr euch nicht. Ihr hattet eure 6. Flasche Pflaumenbrandy. Dieser hat so einiges gehört. Ihr hattet viel zu tun. Gut. Ihr passt nun besser dazu als jemals zuvor. Was habt ihr zu erzählen? Ich habe die Probleme in den zerrütteten Untiefen und im Tempel der trauernden Quellen beseitigt. Ihr seid eindeutig dazu ausersehen gewesen, uns zu helfen. Jona und Yoda haben einen Sinn für Humor, ja? Und natürlich denkt Raas, dass Diskretion belohnt werden sollte. Ja, danke schön. Bleibt bei Verstand, mein neuer Freund. Die Häuser Mistrals ziehen dunkle Schatten und Viper lauern im hohen Gras. Okay. Was meint ihr? Mistral ist das Juwel der südlichen Meere. Ein freier Hafen mit Handelsverbindungen nach Halb Tamriel. Botschafter des Dominions sind vor Wochen eingetroffen, um über seinen Beitritt in die Allianz zu verhandeln. Leider ging dies nicht reibungslos vonstatten. Warum? Was ist geschehen? Kenartis Rast hat ein altes Abkommen mit den Maorma. Sie behaupten, die Flotte des Dominions hätte in ihre heimatlichen Gewässer vordringen wollen. Das ist bei den Verhandlungen eine echte Streitfrage. Der Silvenar könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sucht ihn und gebt ihm diese Marke. Dann wird er wissen, dass ihr ein Freund seid. Okay, die Marke von Rasumdar nehmen werden wir. Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seine südlichen Küste nur unzureichend beschützen können. Aber die Hochelfen, Waldelfen und Khajiit haben sich unter dem Adlerbanner vereint. Sie möchten unsere Grenzen vor Invasoren sichern. Vor dem Bündnis und dem Pakt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Und natürlich führt Königin Eiren unser Dominion. Nochmal, wer ist dieser Silvenar? Er ist die Stimme und der Geist der Waldelfen. Sie sagen, er ist, war und wird ihr größter Anführer sein. Was auch immer das bedeuten mag. Dieser kennt ihn als unübertroffenen Diplomaten. Er ist außerdem die größte Hoffnung des Dominions, diese Angelegenheit friedlich zu lösen. Wer seid ihr wirklich? Rasumdar ist nur ein einfacher Khajiit. Er wünscht sich nur das Beste für die Leute von Tamriel. Und einen Sattel, der den Schwanz nicht einklemmt. Eines Tages... Ja. So, wir sind Level up. Wir hatten auch bei Gelegenheit irgendwann mal ein bisschen Magika-Skillen, ist klar. Das. Mal, was haben wir denn jetzt hier? Wir brauchen Arbeit, bis das nächste in den Hafen läuft. Vielleicht sollten wir den hiesigen Stadtrat fragen. Nach diesem Sturm werden sie Hilfe beim Wiederaufbau brauchen, nicht wahr? Das gefällt mir nicht. So eine Kleinstadt wird uns nicht im Voraus bezahlen können. Wir verschwinden mit dem nächsten Schiff, das wir bekommen, ja? Habt ihr eine bessere Idee? Raus damit! Hey, Ideen sind nicht meine Stärke. Ich sag ja bloß, seht euch um. Sieht es hier so aus, als ob sie uns bezahlen können? Da habt ihr recht. Matbia, was noch? Wir an die Seelensteine klauen. Ihr seid eine solche Angst. Irgendwie geht es nicht. Ich bin sicher, es ergibt sich etwas. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Ich weiß nicht, ob mich hier jemand sieht.
Holt sie euch, solange sie noch heiß sind. Neue Waffen und Rüstung für euch. Fragt Latrelas nach seinen privaten Anproben. So. So, okay, wir müssen da hoch. Ist der Silvenar blind? Jeder dieser Meereselfen ist eine bösartige Schlange, die nur... Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvenar mit diesen dreckigen Maormann? Was habt ihr gegen die Maorma? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Habt ihr denn bei den Verhandlungen nichts zu sagen? Nicht, solange der Silvenar Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Okay, leb wohl. So, ich muss mal kurz was gucken, weil ich habe hier gerade so einen übelst nervigen Typen auf dem Ohr, der irgendwelche schwule Musik spielt. Ich frage mich, wieso die Leute hier ein Mikro anhaben, Alter, und dann so eine Kackmusik, Alter, im Hintergrund. Was soll der Scheiß, Mann? Ohne Scheiß, ey. Das ist so dämlich. So, Aktion. So, nee, Aktion brauchen wir nicht. Sprachchat. Seid angeekelt von seiner kalten, schleimigen Nase. In Dolchstutz streunen Rudel dieser furchtbaren Monster nachts durch die Straßen und lauern auf die Achtlosen. Mein eigener Vater wurde von solch einem Rudel in Stücke gerissen. Könnt ihr nicht den Hass spüren, der in seinem Bauch brennt? Mach ich denn das die jetzt? Die Schlangen können kaum seinen Hunger im Zaum halten. Wie kann ich den muten, Alter? Starrt Gold in seine Augen. Starrt in das Gesicht des Todes. Teilnehmer des... Ach Mann, echt mal ohne Scheiß, was soll denn das jetzt? Kanal verlassen. Ah, jetzt habe ich's, okay. So. So, das ging mir übelst auf den Sack. Der Öl hier, irgend so ein wie geht denn das Lied hier? Nein. Ach, keine Ahnung, ich kann nicht singen, Alter. Ja, so ein schwules Lied halt. Keine Ahnung. Das ist, weiß nicht. Entweder habe ich einen Sprachchat an und rede. Oder ich habe einen Sprachchat aus und höre irgendwelche Kackmusik. Keine Ahnung. Und zumal ich nicht mal weiß, ob ihr das jetzt gehört habt. Ich habe ja das Mikro, das Headset dran. Ich denke, das sollte man jetzt nicht gehört haben. Aber das Problem ist, YouTube kann mir das Video dann sperren. Hätte ich das jetzt das Dings nicht dran gehabt, das Mikrofon, dann hätte auf jeden Fall mein Aufnahmeprogramm das mit aufgenommen und dann hätte es sein können, dass die gesagt hätten, wir haben Anspruch darauf, wir müssen dieses Video löschen. Verzeiht mir, Freund. Die Ankunft des Dominions auf Kenatis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. So, wir geben ihm die Marke. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund. Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Unser gemeinsamer Freund dachte, ihr könntet meine Hilfe brauchen. Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenatis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. Warum nicht?
In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Ja, ihr möchtet, dass ich sie um eine Kopie des Abkommens bitte. Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Okay. Bis dann. Tschüss. Übrigens, ich habe ein paar Informationen über Final Fantasy 15. Kronk war ja bei Square Enix zum Motion Capturing. Und ich habe heute erfahren, dass man als Easter Egg Kronk in Final Fantasy 15 finden kann. Was ich mal sehr cool finde. Und ich glaube, Pan kann man da auch finden. Also Pandoria. Ich denke, die sitzen da zusammen in einem Boot oder so. In so ein Schipperbrötchen. Was ich sehr cool finde. Also die haben ja ein bisschen Motion Capturing gemacht und so bei Square Enix in Japan, glaube ich. Und finde ich cool. Die haben das da tatsächlich mit eingefügt und man kann als Easter Egg Kronk in Final Fantasy 15 finden. Und das werde ich mir auf jeden Fall zur Aufgabe machen, Kronk darin zu finden. Finde ich sehr cool. So, wollte ich mal kurz gesagt haben. Am 28. ist es dann soweit. Dann spielen wir Final Fantasy 15 und ich werde jeden Tag so an die 5 Folgen bringen, damit ich wirklich den größten Vorteil habe dabei. Und werde das dann nebenbei auch live streamen. So, jetzt quatschen wir mal mit Ulondil. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Die Maomer erheben Anspruch auf Kenatis Rast. Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Wo ist dieses Abkommen? Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum geht ihr nicht und belästigt Harani wegen ihrer Kopie? Ich muss eben mal was trinken. Okay, bis dann. So, wir schaffen mal wieder so gut wie gar nichts in der halben Stunde, aber ich werde deswegen die Folgen nicht länger machen. Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern, aber diese glaubt nicht, dass wir uns schon getroffen haben. Willkommen in Mistral. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Der Silvener möchte eure Kopie des Abkommens sehen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch heikler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Warum habt ihr ein Abkommen mit den Maormern unterzeichnet? Schaut euch um. Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Okay, bis dann. So, dann müssen wir den hier wieder. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Ulondil und Harani weigerten sich, ihre Kopie vorzuzeigen. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Was meint ihr?
Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Kenatis Rast eine kriegerische ist. Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Ist Sylvanar euer echter Name? Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Es ist eine Ehre, ein so wichtiges Wort mit sich herumzutragen. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame nennt mich bei meinem Geburtsnamen. Ich schätze, Edelorn geht einem auch nicht gerade leicht von der Zunge. Edelorn. Das hört sich ein bisschen an wie Edelhorn. Edelhorn. Na egal, wie lange habt ihr diese Stellung schon? Als Sylvanar? Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Was haltet ihr von Altmeri Dominion? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Bosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat, Valenwald. Wer ist die grüne Dame? Sie nährt mich und ich wiederum sie. Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosmer-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr schwärme. Ich sage lieber nichts mehr. Was könnt ihr mir über das Altmeri-Dominion erzählen? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Bosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat, Valenwald. So, sprecht mit Rasumdar. Rasumdar. So, der ist, glaube ich, am Saufen hier unten. Ja. Ihr denkt, dass dieser bei der Arbeit trinkt? Gut, dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, mein neuer Freund? Der Sylvanar muss das Abkommen sehen, aber niemand will mit einer Kopie herausrücken. Ulondil will es sicher einfach nur nicht. Seine Vipernzunge ist scharf, aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Es braucht nur 3 Schluck, um die Zunge eines jeden Kanzleiangestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Wer hat Haranis Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es 5 Becher. 6 schalten sie aus. Seid ihr sicher, dass Ulondil das gestohlene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft der Maorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemächer von Ulondil durchstöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergießen. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Warum ich? Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es läge daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Der Optimist würde sagen, es läge daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Jupp. Machen wir. So. Einige mögen es. Was ist? Für Wohlstand, für Sicherheit, für Einheit, für das Dominion! So, okay.
Zugang? Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte. Okay. So, jetzt brauchen wir... So, wir hätten es auch anders machen können. Kann ich euch ja jetzt sagen. Wir hätten denen auch was ins Glas tun können. Hier hätten wir was reintun können. Und dann wäre er jetzt hier einfach umgekippt und hätte geschlafen. Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Dieser Brief ist für euch gekommen. Was? Gebt ihn her! Sie will sich mit mir treffen? Jetzt? Aus dem Weg! So. Und da war er weg, würde ich mal sagen. So, hier ist das Abkommen. So, ich lese das mal vor. Vertrag von Carnatis Rast. Es wird festgehalten, dass die Bürger und Anführer der unabhängigen Insel Carnatis Rast anerkennen, dass die Vollzugsschwadronen der Mahoma zu erheblicher Zerstörung instande sind und ein friedfertiges und monetär vorteilhaftes Abkommen schließen wollen. Es wird festgehalten, dass beide Parteien anerkennen, dass Bedingungen für ein beiderseitiges vorteilhaftes Bündnis gefunden werden müssen und dass das Einbeziehen militärischer oder politischer Dritter sowohl für die Interessen der Mahoma als auch für den Handelsvertrag von Mistral abträglich wäre. Unter der Schirmherrschaft des erlauchten und weisen Königs Orknum, der Stimme des freien Volkes der Mahoma, Befehlshaber über 12 Dutzend über 12 Dutzend und ein mächtige Schiffe treuer und tapferer Vertreter der Macht der Mahoma und damit auch des niederen Volkes von Carnatis Rast werden die beiden Parteien in Zukunft die Bedingungen der Artikel dieses Vertrags einhalten. Ja, die Schrift lässt sich ein bisschen doof lesen. Artikel 1. In der Hafenstadt Mistral wird eine Botschaft errichtet, in der ein Botschafter der Mahoma und seine Gefolgschaft tätig sind. Die Kosten tragen die Bewohner von Carnatis Rast, die sich bereit erklären, eine persönliche Dienerschaft mit nicht weniger als 15 Köpfen edelgewebte Wandteppiche, die großzügig und weise Mahoma darstellen. Großzügigen. Persönlich und verzieht Baumwoll, Bettwäsche und einen Vorrat an einheimischen und importierten Spirituosen bereitzustellen. Artikel 2. Alle Personen und Vereinigungen, die über die Hafenstadt Mistral Handel treiben wollen, müssen sich ab sofort registrieren und das offizielle Wegerecht erwerben. Die Gebühr für die Registrierung werden vom Botschafter für jedes Schiff gesondert festgelegt. Wer sich weigert, diese Gebühren zu entrichten, wird als feindlicher Agent behandelt, seine Waren werden konfisziert und er wird entsprechend dem Gesetz der Mahoma eingekerkert. Die Führung der Mahoma behält sich das Recht vor, jedes Schiff im Hafen und in den umliegenden Gewässern aus jeglichen Grund zu durchsuchen und alle Waren zu beschlagnahmen, die als Schmugglergut gelten. Artikel 3. Die Vollzugsschwadronen der Mahoma werden keine unprovozierten aggressiven Handlungen gegen Handelsschiffe in der oder um die Hafenstadt Mistral vornehmen und sich außerdem nicht in genehmigte Handelstransaktionen einmischen. Alle derzeitigen Gefangenen der unterzeichneten
kontinentalen Parteien werden mit den Unterzeichnungen unmittelbar freigelassen. Diese Schwadronen haben das Recht zur Selbstverteidigung oder bei angemessenem Verdacht feindlicher Aktivitäten zu handeln. Als Anerkennung der Nichteinmischung der Maoma werden am 15. jedes Monats 15% aller Registrierungsgebühren und Abgaben an die Botschaft entrichtet. Boah, Alter, das ist ganz schön viel noch. So, Artikel 4 waren wir, glaube ich, jetzt. Artikel 4, Zusatz 1. Ne, warte mal. Boah. Ein gemeinsamer Feiertag wird festgelegt, um an die Unterzeichnung am heutigen Tag zu erinnern. Die Kosten dieses Feiertags tragen die Bewohner von Mistral, die damit beweisen, dass Frieden zwischen den Parteien herrscht und sie sich an den Vertrag halten. Die Feierlichkeiten werden den Namen Ruhm der Schlange tragen. An diesem Tag werden Würdenträger der Maoma und ausgewählte mehr Menschen und andere wichtige Personen auf die Insel Kenardis Rast eingeladen, wo sie mit einem Festmahl Musik und Freude den gemeinsamen Erfolg und die Harmonie zwischen den Parteien feiern. Artikel 4 Zusatz 1. Die Teilnahme an den allgemeinen Festlichkeiten während des Ruhms der Schlange ist Bewohnern der Hafenstadt Mistral gestattet, obgleich die Teilnahme an Festmahl dem eingeladenen Maoma, dem Bürgermeister von Kenardis Rast und bis zu 3 weiteren Gästen vorbehalten, warum steht das da nochmal in Klammern, 3 weiteren Gästen vorbehalten ist, die der Bürgermeister ausgewählt und der Botschafter genehmigt. Also die der Bürgermeister auswählt und der Botschafter genehmigt. Das Essen wird von Köchen der Maoma zubereitet, die Musik wird von Musikern der Maoma gespielt und unter keinen Umständen wird das abstoßende Gericht gezuckerter Stinkfisch serviert. Artikel 5. Der Botschafter und das Volk von Kenardis Rast verpflichten sich alle 10 Jahre, die Bedingungen zu überprüfen, notwendige Zusätze zu verhandeln und ihren gemeinsamen Wunsch nach dauerhaften und rentablen Frieden zu bestätigen. Boah, Alter. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde nicht alles vorlesen oder nicht jedes Buch, weil es einfach viel zu viel wäre. So. Damit das schon mal klar ist. So. Guck mal, hier liegt auch noch was. Ach, das ist dieses Flugblatt von den Dominion. So, und die Folge ist auch schon zu Ende, weil ich jetzt einfach mal 5 Minuten gelesen habe oder so. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich das in Zukunft nicht machen brauche, dann sagt mir das doch bitte, weil es vergeht so schon einen Haufen Zeit jedes Mal. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohner. Und deswegen gut, was questbezogene Bücher sind oder Texte, die werde ich vorlesen. Mache ich einfach mal. Aber ansonsten nicht mehr. So, wir geben die Quest noch ab. Das Federn in eurem Gang. Wusstet ihr, dass Erfolgserlebnisse die Gangart verändern können? Man lernt es bei anderen zu bemerken. In der Tat, hier ist das Abkommen. Der Silvenar wird ganz sicher von den Maorma beobachtet. Ihr solltet ihn darüber in Kenntnis setzen, dass das Abkommen sicher ist. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Ich werde es ihm ausrichten. Der Silvenar und die grüne Dame sind im Haus des Waffenschmieds untergebracht. Dieser schlägt vor, dass ihr klopft, bevor ihr hineingeht. Die grüne Dame ist etwas sprunghaft, wenn man sich zu leise nähert. Denkt ihr, es wird helfen, das Abkommen zu haben? Auf den ersten flüchtigen Blick? Das Abkommen hat Schlupflöcher. Wenn der Silvenar über sie klagt, wird er ihn zerreißen. Den Vertrag natürlich und nicht Botschafter Ulondil. Allerdings, das wäre lustig. Okay, bis dann. So Leute, das war's für heute von The Elder Scrolls Online. Wir sehen uns dann bald wieder. Schaltet wieder beim nächsten Mal ein und lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, denn bald ist es Zeit für Final Fantasy 15. Und ich verspreche euch, ich werde derjenige sein, der wirklich am meisten bringt und so viel wie möglich. Also lasst ein Abo da, wenn ihr Final Fantasy 15 sehen wollt, wie ich auf der Suche nach Gronkh gehe zum Beispiel und weiteres. Bis zum nächsten Mal. Ciao.